Mobilisieren, das Stichwort des Abends. Und das hatte bereits im Vorfeld dieses TV-Duells die CDU getan. Wenn auch keine zusätzlichen Wähler, so doch etwa 50 Anhänger der Jungen Union. In grünen T-Shirts harrten sie in der Kälte aus, schwenkten gefällt mir Daumen aus Pappe und bildeten so ein Spalier vor dem Haupteingang des NDR-Landesfunkhauses für ihren Spitzenkandidaten Just de Jager. Der erschien mit breitem Lächeln und fühlte sich sichtbar wohl vor seinem Auftritt. Ich freue mich natürlich über den Empfang. Das motiviert auch nochmal vor einem solchen Duell. Und es führt nochmal mehr dazu, dass ich stolz bin auf unsere Junge Union, auf meine Junge Union, die wir hier in Schleswig-Holstein haben. Das ist nach wie vor eine gute Truppe. Dem hatte die vergleichsweise kleine Schar der fahnenschwingenden SPD-Anhänger wenig entgegenzusetzen. Und so verzichtet SPD-Spitzenkandidat Thorsten Albig dann auch auf den Einzug eines Gladiators und wählt stattdessen den Nebeneingang.